Hey Leute, was geht ab? Ich melde mich mal wieder nach einer langen Zeit mit einem neuen Spiel und also jetzt nicht mal so, ne, schon knapp ein Jahr, fast über, ja schon über ein Jahr, dann draußen, aber mit einem neuen Projekt mit neuer Willenskraft und zwar im LS22 auf der Mühlenkreis Mittelland möchte ich gerne ein Projekt alleine starten, so ganz gemütlich, klein. Sagt gerne eure Meinung dazu, ob ihr das schön findet, dass jetzt wieder Videos kommen. Ich versuche auch regelmäßig Videos rauszubringen, vielleicht ein oder zweimal die Woche. In diesem Video werde ich den Hof bauen. Das wird alles hier nach dem Intro im Zeitraffer laufen. Es wird ein kleiner, gemütlicher Hof. Ich will jetzt erstmal nur starten, so 3 Meter Arbeitsbreiten, so circa in der Bodenbearbeitung und mit ein paar Feldern. Ich werde verbauen auf jeden Fall Schweinestall, habe ich sehr Lust drauf. Es wird zwar erstmal nur ein kleiner sein, dann ein Kuhstall und ein Schafstall und ein Hühnerstall. Also haben wir eigentlich alles vertreten, bis auf Pferde und Bienen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und das soll es erstmal von meiner Stelle gewesen sein. Viel Spaß jetzt bei dem Zeitraffer und habt Spaß. Streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was short.
Thank you.
Ich bin fertig. Ich habe jetzt noch hier ein paar Hecken gesetzt. Zaun, bisschen Boden, bisschen hier so, dass halt nicht so neu aussieht. Ein bisschen Deko noch platziert. Ein paar Lampen, aber wird sich dann in der Nacht rausstellen, ob das reicht. Und ein paar Bäume. Also hier Schweinestall. Da sind 10 Schweine rein. So halt was Kleines. Ja genau, dann haben wir hier einen Kuhstall. Mit, also ich hoffe, dass die kann ich glaube noch wegmachen. Na gut. Stört zwar jetzt bitte, aber egal. Dann haben wir hier einen Kuhstall. Finde ich ganz cool. Mit da drinnen, du kannst Fenster öffnen und schließen. Hast oben noch einen Dachboden. Passen 40 Kühe rein. Beim Schweinestall 10. Hier haben wir eine kleine Halle. Achso, hier, das habe ich vergessen. Ja, mache noch einen normalen Boden rein. Hier haben wir eine Lampe hingesetzt. Dann haben wir hier Hochsilo. Ich arbeite zwar nicht gerne mit Hochsilos, aber es wird nun mal so werden. Ich arbeite eigentlich gerne mit Schüttgutheim. Ich habe mich jetzt für ein Hochsilo entschieden. Ganz einfach. Ist für die Performance besser auf der PlayStation. Ja, habe mich für Hochsilo entschieden und ja. Haben wir noch eine Halle, eine kleine. Eine etwas ältere. Oh, so mit Licht. Oder ist das so eine Halle, wo ja Lichter eingebaut sind, aber ich die nicht anmachen kann? Ja, vermutlich. Ja, noch eine ältere Halle hier. Halt für Look einfach bitte hier mit Deko, mit hier ein paar leeren Kanistern. Dann haben wir hier, warte mal, hier geht's, haben wir noch einen Hühnerstall für 60 Hühner, die laufen dann hier frei rum. Auch was Schönes. Dann haben wir hier noch eine Eckhalle mit, ja, ist eine Werkstatt, sieht man jetzt schlecht, aber hier habe ich eine Werkstatt. Da kann ich auch bitte was unterstellen. Habe ich hier in der Mitte einen Baum gepflanzt, eine große Eiche. So, und ja, hier haben wir halt auch noch eine, haben wir halt auch noch Unterstellmöglichkeiten. Ja, mit dem Boden, ne? Na egal. Genau, Schweinestall. Hier haben wir eine RTK-Station für Precision Farming. Habe einfach mal mit hin platziert. Hier haben wir ein Fahrsilo. Ich wollte eigentlich großteils nur mit Ballen arbeiten. Ich habe mir dann gesagt, ja, die Ballen kann ich notfalls hier reinstellen. Aber falls irgendwann wir mal größer werden oder so. Das wir halt, können wir halt normal hier Ladewochen, Gras und Leih hier. Warum habe ich mich jetzt hier für ein Vorsilo entschieden, nicht für ein Bunkersilo? Das wusste ich jetzt irgendwie nicht so richtig wohin. Ich hätte zwar vermutlich mein Bunkersilo, wenn es eins gewesen wäre, hier halt bestellt. Aber ich bin jetzt eigentlich recht zufrieden damit. Dann kommt hier der Schafstall. Ich weiß gar nicht, wie viele Schafe da reinpassen. 25. Sehe ich das nicht, dass wir alles direkt machen. Ja, aber Schafe ist halt sehr einfach. Brauchen halt nur Gras und Heu. Ja. Ansonsten hier noch eine etwas größere Halle.
Und das war's. Mehr haben wir nicht. Klein, gemütlich, reicht aus, finde ich. Man hat zwar jetzt hier die großen Plätze, aber finde ich es erstmal egal. Ja, genau, wir haben hier noch eine große Wiese. Einen großen freien Platz. Die Wiese haben wir. Und die. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir mit da machen, ob wir das einfach ohne mit hier einfach abmähen und fertig aus. Oder ob man. Oder ob ich hier noch ein paar Bäume hinstelle. Ich werde das als normale Wiese nehmen und dann vielleicht als Baufläche. So, das war's. Felder haben wir bis jetzt nur 9 und 3, also 79. Dann halt hier die große Wiese und hier unten noch das kleine Stücke. Ich werde mir ein paar Felder aussuchen. Ich werde auch ein Waldgebiet mit dazu. Vielleicht ein bisschen was für den Winter, wenn die Tiere noch nicht so stressig werden. Genau. Ich hoffe, das Video mit dem Hofbau hat euch gefallen. Wenn ihr das Projekt weiter verfolgen wollt oder gerne Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist natürlich freiwillig und kostenlos. Noch eine Anmerkung: Das Video wird Donnerstag, ist Donnerstag früh. Das wäre dann der 3, nee, der 14. Der 14.12. kommt das Video früh raus. Und an dem gleichen Abend werden wir, beziehungsweise werde ich ein Livestream machen auf Twitch. Den Link, den tue ich euch nochmal mit in der Videobeschreibung. Und oh, Controller kurz aus. Und da werden wir den Hof einräumen mit den ganzen Maschinen und so. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Schaltet bei der nächsten Folge ein oder beim Livestream. Wie gesagt, gerne ein Abo, Like, wenn ihr es möchtet. Und wenn ihr gerne folgen möchtet den Videos, die jetzt hier kommen. Ansonsten habt einen schönen Tag und wir sehen uns.